Demokratie geht nur gemeinsam. Und die europäischen Zukunftsgespräche beweisen, dass es geht. Wir haben in diesem Jahr Hunderte von Schülern und Lehrlingen im Lavantal zusammengebracht zu Diskussionen über Europa. Heute haben wir in Franschach den Enddialog, den letzten Dialog in diesem Jahr gehabt. Und wir bereiten uns vor auf das nächste Jahr, Wahlen zum Europäischen Parlament. Wir sind bereit und wir werden weitermachen. Ich danke allen, die mitgemacht haben, und auf bald. Ja, mal herzlichen Dank fürs Kommen, dass wir Gastgeber sein durften hier in der Artbox in Franschach St. Gertraud. Es waren sehr spannende Redebeiträge, eine lebendige Diskussion, und man hat dann in vielen Wortmeldungen auch verspürt und herausgehört, dass den Menschen das Thema EU sehr wichtig ist und dass die Europäische Union viel näher als bei den Menschen ist, als viele von uns vermuten. Es war eine sehr tolle Veranstaltung und darf mich bei allen, die hier mitgewirkt haben, sehr herzlich bedanken. Also ich bin total überrascht, wie intensiv sich junge Menschen mit Demokratie auseinandersetzen, und das war für mich heute wieder wirklich ein Highlight, dass die jungen Menschen einfach dranbleiben, nachfragen und einfach Sachen von der Politik einfordern, und da bin ich sehr dankbar dafür. Der heutige Eindruck der Veranstaltung war grandios. Man hat wirklich wieder die unterschiedlichen Meinungen von jungen Menschen miterlebt und diskutieren können. Gleichzeitig hat man aber auch wieder gesehen, dass man dieses Verständnis der vier Ebenen, der Gemeinde, der Region, aber auch von Österreich und der EU mehr verstehen muss, und zu schauen, wie sind denn hier die Zusammenhänge und wer ist denn für was zuständig. Und genau dafür sind wir da, um hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Sehr konkret war das Ganze und das ist wunderbar. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sofort erkannt, Europa, das bedeutet natürlich, was wir auf europäischer Ebene entscheiden, aber das hat hier direkte Auswirkungen. Wir haben über die Kindergarantie und wie das in Kärnten umgesetzt ist gesprochen, und vor allem über die Verkehrsprobleme und wie wir die auch europäisch anpacken und lösen können. Und ich finde das super. Mein Eindruck war eigentlich wie beim letzten schon einmal, jeder war beim Herzen, jeder hat eigentlich das gesprochen, was er, wie gesagt, auf dem Herzen liegt. Nur für mich war trotzdem wieder ein bisschen so ein Problem, dass alles so träge war. Es waren die Antworten da, was man ändern kann, aber es werden immer nur mit so Datumen wirklich in Zukunft gesprochen. Also wirklich von 2025, 2030, eigentlich alles Zeiten, was mich dann wirklich als Schüler gar nicht mehr betreffen. Deswegen sind so eine Tage extrem wichtig, dass man dorthin geht und dass man einfach das sagt, was einen bedrückt. Also ich habe halt bei der Veranstaltung mitgenommen, dass man alles erreichen kann, wenn man das will, dass man aufsteigen kann und nicht nur als normaler Schichtarbeiter arbeiten kann, und dass auch die Fragen von der Jugend sehr hochgesetzt worden sind, was mich auch sehr überrascht hat, aber im Positiven.